Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus dem Hyatt Place in Frankfurt, wo wir nachher den Stammtisch haben. Heute gibt es als Special nicht nur Currywurst, sondern man hat auch die wunderbare Wiener Schnitzel-Kreation hier hingezaubert. Also auch etwas, worum ihr kommen solltet. Ich habe mal durchgerechnet, ich glaube, wir sind knapp 10 Leute. Themen, die wir heute haben, sind am Anfang eher uncool, aber trotzdem wichtig zu reporten. Und zwar ist es einmal ein Air Transat-Flug, wo der First Officer incapacitated war, dann ein Flug, wo Turbulenzen waren und ein Passagier zum Beispiel ein Bein gebrochen hat. Dann ist es so, dass wir beim Nachtflugverbot eventuell mehr Spielraum bekommen sollten wegen den Streiks. Und als letztes Thema, weil wir ja auch hier im Hyatt sind, Hyatt-Punkte 25% Bonus. Da sollten wir nochmal drüber sprechen. Ja, das erste Thema ist spannend. Wenn ihr mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Stars wollt, dann denkt dran, übrigens den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, kommentieren und ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Das wäre super toll. Also, Air Transat ist es so gewesen, dass am 18. März ein Airbus A321 unterwegs war von Martinique, und zwar von Fort-de-France. Das ist eine französische Enklave. Und dann auf dem Weg nach Montreal, natürlich französischsprachig. Deshalb ist es bei den französisch sprechenden Kanadiern sehr, sehr beliebtes Ziel. Auf dem Flug 200 nautische Meilen vor Montreal ist es so gewesen, dass der First Officer incapacitated war und dann nicht mehr pilotieren konnte. Gott sei Dank war an Bord ein zweiter Pilot, der dessen Position dann übernehmen konnte, und die Maschine ist dann sicher gelandet. Nochmal zu den Daten. 18. März, Air Transat 321-200. Die Registrierung des Flugzeuges haben wir auch. Und zwar war es einmal der Flug TS-739 und die Registrierung ist C für Kanada und dann Golf Tango Charlie Yankee. Was bleibt spannend zu sagen? Das Flugzeug war halt einfach wirklich 25 Minuten nach dem Start dann hoch auf Flight Level, ist dann von 320 auf 340, 360 Flugfläche geklettert, also so viel eigentlich nichts, was ungewöhnlich ist. Und dann auf Flugfläche 360, ungefähr 200 nautische Meilen vor Montreal, ist es dann halt passiert. Und das kanadische Transportation Safety Board hat halt berichtet, aber leider wurde nicht gesagt, warum der Pilot incapacitated war, was das Problem war. Wäre halt einfach nur nice to know, aber so wissen wir leider auch nicht, ob es ihm wieder gut geht, ob es eine temporäre Geschichte war oder so wie bei der Geschichte, die wir gestern hatten, wo der Kapitän im Hintergrund, im Aft, also im hinten im Schwanz vom Flugzeug, behandelt worden ist. Auf jeden Fall ist es so, es ist das zweite Mal, dass es einen Incident gab zu diesem Thema, wo im Cockpit jemandem schlecht wurde. Da war es ein Kapitän, hier war es ein First Officer. Dieser war am 28., das, was ich euch gestern erzählt habe, war am 22. mit der Southwest auf einer 737 auf dem Flug von Las Vegas nach Columbus, Ohio. Und da muss man natürlich jetzt sagen, das ist doch ein ganz klassischer Fall gegen das Ein-Mann-Cockpit, also für das Zwei-Mann-Cockpit. Und man muss natürlich gucken, dass diese Sachen sehr selten passieren, obwohl es jetzt diese Häufungen gibt. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass man dort ganz klar sagen muss, Redundanz ist Redundanz. Und wenn keiner im Cockpit ist oder alleine ist, dann ist das halt ein Problem. Und man möchte zwar in der Europäischen Union bis 2030 irgendwie Single-Pilot-Operation erlauben, aber ich sehe das eigentlich nicht so, und ich denke mal, dass man diese beiden Sachen dort vielleicht als Project Connect, was Airbus und Cathay Pacific haben, zwar durchaus sich angucken kann, aber wenn man eine Drohne fliegt, wo keine Passagiere sind, sondern nur Waffen, so wie es dann ja auch war, zum Beispiel als die Drohne da von diesem russischen SU-27, glaube ich, Kampfjet war es, drangsaliert wurde und dann ins Meer, ja, welches Meer war es überhaupt? War es da Asowsche Meer oder sowas? Also auf jeden Fall da irgendwo im internationalen Luftraum um die Ukraine rum dann ins Wasser gedroppt wurde, weil das Ding nicht mehr flugfähig war. Und da ist es halt dann so, wenn da halt nichts ist, dann ist das ja auch nicht schlimm. Dann kann das Ding auch mal 30, 32 Millionen oder was das auch immer gekostet hat, dann ist das weg. Aber wenn du jemanden hast mit Passagieren an Bord und du hast vorne im Cockpit keinen, das finde ich durchaus problematisch. Aber auch hier haben wir ja lang und breit uns drüber ausgelassen. Morgen vielleicht wieder mit Mario kommentiert reichlich.
Dann gibt es nochmal den Flug von der TAAG Angola Airlines. Und das ist eine geile Funktion wieder mit der Kamera. Ich finde das ja wieder geil, wenn die rumgeht. Und so, naja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass es dort schwere Turbulenzen gab. Und es gab 10 Leute, die verletzt waren. Interessant ist es halt, dass dieser Flug von Highfly, das ist der Wetlease-Betreiber aus Portugal, der ja die 380er hatte, betrieben worden ist. Und der Flug war am 23. März TAAG-Flug DT352 von Luanda nach Lissabon. Und man war gerade über Kongo, als diese Turbulenzen kamen. Und ja, das Problem ist, dass es Chaos gab, dass 10 Passagiere verletzt waren, beziehungsweise 10 Leute verletzt waren, 8 Passagiere, 2 Crew. Und da ist es so, dass einer dort ein gebrochenes Bein hat. Ich denke mal, dass es ein Kabinenpersonal war, wo ein Trolley oder irgendwas passiert ist. Und wenn man sich die Bilder wieder anschaut, dann ist das durchaus nicht hübsch. Ich kann euch mal ein paar Bilder kurz rüber kopieren. Und das ist ja das Schöne, auch wenn es nur semi-live ist und aufgezeichnet, kann das trotzdem live klappen. Hier seht ihr das mal, wie das da aussah. Da sind noch einige Bilder mehr. Kann ich gerade nicht aufklappen, weil das... Hallo? quasi auf Twitter gehen würde und dann kann man das leider nicht mehr so zeigen. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass diese Turbulenzen, die hier waren, natürlich unheimlich uncool waren, weil es ist so, dass natürlich diese Turbulenzen aufgetreten sind, als das Essensservice da unterwegs war. Und das ist natürlich die beschissenste Zeit, wenn alle Trolleys draußen sind, Essen draußen sind und so weiter. Und deshalb habt ihr ja auch gesehen, wie es da aussah. Wenn man sich das anguckt, ist es so, dass dort auch natürlich das Gleiche ja auch passiert ist auf diesem Condor-Flug, auch auf dem Flug von Austin mit der Lufthansa, die dann in Washington landen musste. Also Turbulenzen nehmen zu, Piloten werden außer Gefecht gesetzt, das nimmt alles zu. Wo soll das noch enden? Nicht ganz ernst gemeint, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, was natürlich nicht so toll ist, ist zum Beispiel, dass das Bundesverkehrsministerium wegen des Streiks auf Lockerung des Nachtflugverbots da drängt. Und die Landesluftfahrtbehörden in Flughäfen sind aufgefordert, verspätete Landungen und Abflüge zu ermöglichen. Auch ist es so, dass man das Sonntagsfahrverbot für LKWs, naja, die Länder haben gesagt, sie wollen es nicht aussetzen, aber sie wollen es nicht kontrollieren. Das ist wieder so eine typisch deutsche Nummer. Warum kann man nicht einfach sagen, okay, Freunde der Nacht, das lassen wir jetzt mal raus, ihr könnt nachts fahren, das ist alles tipptopp. Nein, man muss da einfach sagen, wir kontrollieren nicht. Also das heißt, man lässt es trotzdem noch im Illegalen und gibt das Risiko an die Fahrer weiter. Das ist wieder so eine typisch deutsche Geschichte. Aber nun gut, der Streik, der von der Gewerkschaft Verdi und Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft EVG kommen, sind natürlich am Montag relativ uncool. Mit Dienstag sind ja auch noch mit Verzögerungen zu rechnen. Deshalb wäre diese Variante, dass man das Nachtflugverbot etwas großzügiger auslegt, in meinen Augen nicht nur konsequent, sondern auch angezeigt. Auch hier könnt ihr unten einmal kommentieren. Dann sind wir natürlich hier im Hyatt und im Hyatt haben wir heute die Aktion, die am 25. März ausläuft, pünktlich zum Stammtisch. 25% Meilen kann man mehr bekommen, wenn man sie kauft. Heißt also, man kann pro Glas, pro World of Hyatt Mitglied 55.000 World of Hyatt Punkte kaufen. Und da ist es so, dass man jetzt halt den Bonus hat, 25%. Würde also heißen, dass man 68.750 Punkte bekommt für den Preis von 1.320 Dollar oder Euro. Je nachdem ist ja fast 1:1. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es Sinn macht. Wenn man sich natürlich die Klassiker anguckt, Park Hyatt, Mauritius, Park Hyatt in Tokio und so weiter, dann sind das so klassische Ziele, wo es Sinn macht, die Punkte zu kaufen. Und ich sag mal so, ich glaube, es wird noch einige Aktionen geben und vielleicht gibt es auch wieder welche mit 40%, die dann etwas lukrativer sind. Also wer im Moment keinen Druck auf dem Kessel hat, um Punkte zu kaufen, der kann das gerne geschmeidig vergessen.
Ja, bevor wir das alles vergessen, können wir auch nochmal auf den Stammtisch hinweisen, bevor ihr den Kanal natürlich nicht vergesst zu abonnieren, Glocke an, Like da lassen. Ach, ihr wisst das Spiel. Guck mal, komme ich hier an eine Karte ran? Guck mal. Oh. Ja, da haben wir eine Karte bekommen. Und da könnt ihr dann schauen, da gibt es natürlich das klassische Menü. Aber ich habe leider nicht das neue Menü. Das ist irgendwie diese Selection, habe ich irgendwie beim Reingehen gesehen. Wiener Schnitzel, vielleicht lasse ich mich heute von Wiener Schnitzel und Guacalsalat und Kartoffelsalat bezirzen. Vielleicht werde ich der Currywurst untreu. Wenn ihr es wissen wollt, kommt heute Abend zum Stammtisch. Ansonsten danke ich, dass ihr wieder geschaut habt. Bis morgen in alter Frische. Bis dann. Ciao, ciao. So, raus hier, ne? Ja, Ende. Also, tschüss. Bis morgen.